Ja, zuletzt hatte ich angekündigt, dass ich 5000 Euro an alle Zuschauer verschenke. Und dieses Video hat wirklich gewisse Wellen geschlagen. Einige haben gedacht, ja, das ist doch fake, das stimmt doch eh nicht. Aber heute gibt es die Auflösung und ich kann schon mal so viel sagen, es wird sogar noch besser als gedacht. Wichtig, schau dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich werde alles ganz genau erklären und natürlich auch beweisen. Es wird super spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Da bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Wenn wir jetzt hier mal auf den Community-Tab raufgehen, dann sehen wir Folgendes. Und zwar, zuletzt hatte ich hier Folgendes gepostet, und zwar, dass ich 5000 Euro tatsächlich nicht an einen, sondern an alle Zuschauer, die es eben wollen, verschenken werde und auch nicht irgendwie verlosen, sondern tatsächlich verschenken, komplett übernehmen. Und ja, das wird jetzt natürlich ganz genau aufgelöst, weil ich bin stehe natürlich für Transparenz und ich werde das Ganze auch 100% auflösen und dazu gibt es jetzt alle spannenden Infos. Wie ich am Anfang des Videos ja schon gesagt habe, geht es hier auf dem Kanal um das Thema Geld verdienen und passives Einkommen auf seriöse Art und Weise aufbauen. Und daher am Anfang direkt die wichtigste Frage an euch, und zwar, was denkt ihr, was ist das älteste und seriöseste passive Einkommen der Welt? Nun, die Auflösung ist ganz einfach und die meisten von uns machen es sogar selbst schon oder kassieren schon dieses passive Einkommen, und zwar die Rede ist von Mieteinnahmen. Und dieses passive Einkommen ist wirklich ganz simpel und jeder versteht es, denn der Mieter muss ja nicht, beziehungsweise der Vermieter muss ja nichts dafür machen, außer das Haus zu besitzen und bekommt eben jeden Monat Mieteinnahmen von dem Mieter. Und jetzt wird es eben ganz spannend, denn heute geht es darum, wie man es schaffen kann, als ganz normaler Angestellter ohne Startkapital selbst Vermieter zu werden und eben jeden Monat Mieteinnahmen generieren kann, also sich ein richtig gutes passives Einkommen aufbaut. Nur dabei gibt es im Normalfall einen Haken, und zwar die Kaufnebenkosten. Das heißt, wenn man Mieteinnahmen generieren möchte, braucht man natürlich eine Wohnung bzw. eine Immobilie oder ein Haus, das man überhaupt erst vermieten kann. Und um das zu kaufen, muss man eben die Kaufnebenkosten zahlen und die liegen in der Regel zwischen 9 und 12% des Kaufpreises. Das heißt, wenn man jetzt eine Wohnung hat, die, sagen wir mal, 100.000 kostet, auch wenn das sehr sportlich ist, ist jetzt aber nur ein Beispiel, dann müsste man 9 bis 12.000 Euro eben an Kaufnebenkosten schon beim Erwerb zahlen. Und bis man das erstmal alleine mit der Miete drin hat oder auch eben den ganzen Wert des Hauses, vergehen Jahrzehnte. Und ja, heute schauen wir uns eben an, wie man trotzdem mit dieser Methode richtig gut durchstarten kann und wie ich jetzt ins Spiel komme und euch dabei unterstütze, denn jetzt kann ich es auch direkt schon auflösen. Wir übernehmen tatsächlich die Kaufnebenkosten für euch und das ist kein Fake, wir haben es schon bewiesen. Und wie das Ganze abläuft, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar hier haben wir mal eine sehr, sehr spannende Info, und zwar, was fällt denn so an, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, zum Beispiel eine Wohnung, die man vermieten möchte. Im Normalfall hier Grunderwerbsteuer 3,5 bis 6,5%, Notarkosten 1,5%, Grundbuchkosten 0,5% und zum Beispiel noch Maklerprovision, hier in diesem Fall knapp 6 bis 7%. Und jetzt haben wir zwei sehr, sehr spannende Infos für euch. Und zwar zum ersten fällt dieser Bereich, die Maklerkosten und so weiter und so fort und weitere Kosten fallen komplett weg bei uns. Warum? Weil ich persönlich oder wir insgesamt direkt mit dem Bauträger zusammenarbeiten und eben das Ganze ohne Makler machen und eben hier die Kaufnebenkosten, das heißt Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbuchkosten, übernehmen wir komplett für euch. Und das ist kein Fake, das haben wir schon mit zahlreichen Kunden eben gemacht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal rechnerisch an, wie das Ganze abläuft. Und zwar hier habe ich schon etwas vorbereitet. Hier kann ich es ja eben nochmal neu rechnen. Und zwar, wenn wir jetzt wieder von einer Immobilie ausgehen, im Wert von 100.000 Euro. Okay, wir machen direkt 200.000 Euro, weil 100.000 Euro ist unrealistisch. 200.000 Euro hat die Immobilie an Wert. Und jetzt rechnen, gehen wir hier vom schlechtesten Fall aus, beziehungsweise vom niedrigsten Fall. Grunderwerbsteuer 3,5%, nochmal 1,5% von den Notarkosten, dann Grundbuchkosten, dann liegt man hier bei knapp 5,5%, also 200.000 mal 5,5%, also mal 0,055, hätte man in diesem Fall 11.000 Euro Kosten. Aber diese 11.000 Euro übernehmen wir tatsächlich komplett.
Warum? Ganz einfach, weil wir ja hier unten sehen, die Notarkosten, beziehungsweise nicht die Notarkosten, die Maklerkosten, die Maklerprovision und so weiter und so fort, liegen in der Regel sogar noch über den Kaufnebenkosten. Das heißt, hier in diesem Fall ja knapp 6-7% und hier 5,5%. Und dadurch, dass das alles wegfällt, können wir eben komplett die Kaufnebenkosten für euch übernehmen. Und das Beste ist auch, weil einige jetzt denken werden, ja okay, dann braucht man aber noch Startkapital für den, für das Haushalt, für die Wohnung oder für die Immobilie allgemein. Nein, bei uns auch nicht. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Detail einmal an. Also bleibt hier bis zum Ende dran, weil das wird wirklich extrem interessant. Und mit dieser genialen Strategie können wir es dann von 200 Euro pro Monat automatisch auf 300.000 Euro Vermögen schaffen. Im heutigen Video geht es mal um den einfachsten Weg, sich in den nächsten Jahren ein Vermögen und eine neue sichere Einnahmequelle aufzubauen. Ich kann dir garantieren, in ein paar Jahren wirst du dir selbst extrem dankbar dafür sein, dieses Video heute zu Ende geguckt zu haben und die Schritte, die ich erzähle, befolgt zu haben. Denn heute gibt es den genauen Weg, wie man es von gerade einmal 200 Euro pro Monat hoch auf über 300.000 Euro an Vermögen schaffen kann und das mit wenigen Schritten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, du bist jetzt mit Sicherheit skeptisch, denkst dir, okay, das klingt alles zu gut, um wahr zu sein, das kann doch nicht echt sein. Doch, ich werde es in diesem Video natürlich auch beweisen und ich werde auch ganz genau zeigen, wie du heute noch oder eben morgen oder übermorgen starten kannst, den Grundstein für dein zukünftiges Vermögen zu legen. Aktuell leben wir in sehr unsicheren Zeiten, alles wird teurer, deswegen ist es jetzt umso wichtiger, neue Einnahmequellen für die Zukunft aufzubauen. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen Videos haben möchtest. Jetzt schauen wir uns eben ein Konzept an, mit dem in den letzten Wochen schon über 100 Leute ihre finanzielle Zukunft mit uns zusammen gesichert haben und wie du das Ganze nachmachen kannst, das erfährst du jetzt. Heute schauen wir uns an, wie wir von 200 Euro pro Monat auf 300.000 Euro Vermögen kommen können in drei einfachen Schritten. Und zwar in Schritt 1 musst du erstmal Immobilienbesitzer werden, allerdings ohne Startkapital. Das heißt, wir haben eben extrem gute Bankkontakte und diese Bankkontakte machen es eben möglich, dass die Immobilie zu 100% von der Bank bezahlt wird. Normalerweise ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel eine Wohnung kaufen will für 300.000 Euro, muss man erstmal 10% beispielsweise Eigenkapital dazugeben, das heißt 30.000 Euro anzahlen. Bei uns ist das nicht der Fall, das heißt bei uns benötigt man kein Eigenkapital, also kein Startkapital, um Immobilienbesitzer zu werden. Und was macht man dann im zweiten Schritt, wenn man dann Immobilienbesitzer ist? Das heißt, man hat dann mit Hilfe unserer Bankkontakte eine Immobilie gekauft. Dann im zweiten Schritt wird die Immobilie vermietet. Und dann hat man natürlich logischerweise jeden Monat Mieteinnahmen und dadurch wird eben die Immobilie durch den Mieter abbezahlt. Das heißt, der Mieter zahlt den Kredit der Immobilie für dich ab. Dann im dritten Schritt, sobald dann die Immobilie abbezahlt ist, hat man eben 300.000 Euro an Vermögen in Form der Immobilie plus natürlich weiterhin laufende Mieteinnahmen, das heißt ein passives Einkommen. Und wie wir das ganz einfach in der Praxis umsetzen können, das kommt jetzt. Und zwar habe ich euch dazu diese Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr raufgehen, dann schauen wir uns gleich auch nochmal dieses Video hier gemeinsam an. Und dann läuft es eben folgendermaßen ab. Und zwar in Schritt 1 muss man erstmal einen Fragebogen hier ausfüllen. Den werden wir auch gleich zusammen durchgehen, um zu schauen, ob das Ganze für uns bzw. für dich geeignet ist. Im zweiten Schritt kann man sich dann einen kostenlosen Termin buchen und dann eben auch Immobilienbesitzer werden und eben passives Einkommen aufbauen plus natürlich 300.000 Euro Vermögen in Form einer Immobilie. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Erklärvideo einfach gemeinsam an. In diesem Video habe ich das Ganze für euch einmal ganz einfach erklärt und anhand eines einfachen Beispiels durchgerechnet. Und ja, ihr könnt natürlich auch jederzeit eure Fragen in die Kommentare schreiben. Schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Heute soll es mal um das Thema gehen, wie du es schaffen kannst, mit 0 Euro Eigenkapital bei effektiven Kosten von durchschnittlich 200 Euro monatlich innerhalb von 25 bis 30 Jahren mehr als 250.000 Euro an Immobilienvermögen aufzubauen plus zusätzlich ein passives Einkommen in Höhe von durchschnittlich 1.250 Euro monatlich zu generieren und das Ganze eben lebenslang. Wie funktioniert das Ganze? Das schauen wir uns jetzt mal anhand eines einfachen Beispiels an. Und zwar, es geht natürlich um das Thema investieren in Immobilien. Und hier haben wir natürlich dann dich und du investierst jetzt in eine Immobilie. Was jetzt ganz wichtig am Anfang zu sagen ist, wir brauchen natürlich dann auch die Immobilie, das wird jetzt genutzt, um eben ein passives Einkommen aufzubauen. Das heißt, du wohnst jetzt selbst nicht in der Immobilie, sondern die Immobilie wird vermietet. Doch woran scheitern jetzt die meisten gerade am Anfang? Und zwar beim Thema Eigenkapital. Das heißt, die Immobilie kostet beispielsweise 200.000 Euro und die wenigsten Leute haben ja mal eben 200.000 Euro
auf der Seite liegen. Und deswegen brauchen wir eben jemanden, der uns diese 200.000 Euro gibt, die Wohnung bzw. Immobilie eben für uns finanziert. Und dort kommt jetzt eben die Bank ins Spiel. Das heißt, die Bank gibt uns eben diese 200.000 Euro, um in die Immobilie, in die Wohnung zu investieren. Das heißt, hier fließt jetzt das erste Geld und wir investieren jetzt in die Immobilie. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Immobilie, schön und gut. Die Bank macht es natürlich nicht kostenlos. Deswegen kommt jetzt der Mieter ins Spiel. Ich hatte es ja eben schon gesagt. Wir nutzen die Immobilie jetzt nicht selbst, sondern wir vermieten diese Immobilie an einen Mieter und der darf dann eben in der Immobilie wohnen und im Gegenzug muss er eben logischerweise Miete zahlen. Das kennen wir natürlich alle und die Miete geht dann eben Monat für Monat an uns und so hätten wir schon mal unser erstes passives Einkommen. Jetzt natürlich die wichtige Sache und zwar, wir müssen natürlich die Immobilie abbezahlen, das heißt über die nächsten Jahre und deswegen wird es jetzt so ablaufen, dass wir uns die Miete natürlich jetzt nicht erstmal selbst einstecken und verprassen, sondern wir nutzen diese Miete, um eben die Immobilie abzubezahlen. Das heißt, praktisch ist es so, dass nicht wir, sondern dass der Mieter die Immobilie mit seinen Mieteinnahmen für uns abbezahlt. Jetzt natürlich die Frage, okay, ja, wenn der Mieter alles bezahlt, warum steht hier am Anfang 200 Euro monatlich noch? Das liegt einfach daran, dass es natürlich auch Zinsen gibt und die liegen durchschnittlich bei knapp 350 bis 400 Euro pro Monat. Aber richtig aufgepasst, ich hatte am Anfang gesagt 200 Euro, es liegt einfach daran, dass man das Ganze auch noch steuerlich geltend machen kann. Das heißt, effektiv zahlt man auch nur am Ende des Tages 50% davon. Das heißt im Durchschnitt 200 Euro pro Monat, die wir noch einmal dazu geben. Und sobald das Ganze dann abbezahlt ist, haben wir eben eine Immobilie, die zu 100% uns gehört. Das heißt, die Immobilie, die beispielsweise am Anfang 200.000 Euro wert war, ist dann, wenn man sich die Vergangenheit mal anschaut, sind die Immobilien in der Regel immer gestiegen. Dann haben wir dann eben beispielsweise eine Immobilie, die noch im Wert gestiegen ist, aber zeitgleich, sobald die Immobilie abbezahlt ist, geht nicht mehr natürlich die Miete an die Bank zum Abbezahlen des Kredits, sondern eben direkt an uns. Das heißt, dann haben wir eben auch ein passives Einkommen aufgebaut, was natürlich super ist, weil wir eben zeitgleich quasi ein 2-in-1-Paket haben. Wir haben die Immobilie, die im Wert gestiegen ist, das heißt Vermögensaufbau betrieben und zeitgleich noch eine neue Einnahmequelle aufgebaut und das Ganze eben nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder beispielsweise, das heißt generationenübergreifend. Ich denke mal, du hast das ganze System jetzt verstanden. Wenn das Ganze jetzt für dich sehr, sehr interessant ist und du vielleicht auch ein paar Fragen hast, dann gibt es jetzt nochmal zwei Schritte. Und zwar in Schritt 1 gehst du einmal auf dieser Seite nach unten und füllst eben ein kurzes Formular aus. Dort musst du dann eben ein paar Infos angeben und dann gibt es im zweiten Schritt eben die Option, dass du dir komplett kostenfrei und unverbindlich einen Termin buchen kannst mit dem Ben. Der Ben ist einer der besten Mitarbeiter bei mir im Team im Bereich Immobilien und dort kannst du dann wirklich alle Fragen stellen. Das wird ganz einfach erklärt und dann haben wir eben auch schon alles, was wir brauchen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich jetzt kostenfrei für den Termin an. Ich freue mich extrem drauf. Wir sehen uns. Ja, ihr habt das Ganze jetzt verstanden und zwar, jetzt könnt ihr einfach auf die Seite gehen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe und wenn das Ganze für euch interessant ist, dann können wir hier eben raufgehen und hier eben kurz den Test zusammen machen. Das heißt, hier beispielsweise eben den Fragebogen ausfüllen, das heißt hier, was trifft auf dich zu, Angestellter, Selbstständiger, man kann es natürlich hauptsächlich als Angestellter machen, aber natürlich auch als Selbstständiger oder Unternehmer. Das heißt hier, wir gehen jetzt einfach mal ein ganz normales Beispiel durch, man ist beispielsweise Angestellter, ist zum Beispiel ja, 25 bis 30 Jahre alt, dann man kommt aus Deutschland beispielsweise, dann hat man einen unbefristeten Arbeitsvertrag, das ist auch eine wichtige Frage, natürlich als Angestellter in den meisten Fällen ja. Dann geht es weiter und zwar, wie sehr interessiert man sich für eine Immobilie auf einer Skala von 1 bis 6, einfach nur eine grundsätzliche Frage, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es da eine 2 oder eine 3 ist oder auch nur eine 1. Wir geben jetzt mal eine 3 an. Dann geht es weiter. Wie viel Wissen hat man? Und das ist auch kein Problem, wenn man jetzt wenig Wissen im Bereich Immobilien hat, denn wir können natürlich alle Fragen gemeinsam in einem persönlichen Gespräch klären, beziehungsweise ihr mit einem meiner Experten im Team. Das heißt, hier ist es auch nicht schlimm, wenn man hier 1 auswählt oder 2. Das heißt, wir wählen jetzt hier mal 2 aus. Dann eben ganz wichtig, das monatliche Einkommen. Wichtig ist da, man benötigt für unser Immobilienkonzept mindestens 2.100 Euro netto. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Das heißt beispielsweise hier 2.100 bis 2.500 Euro netto. Natürlich könnt ihr auch hier andere Angaben machen, wenn ihr dann eben ein anderes Gehalt habt. Natürlich sollten diese Angaben der Wahrheit entsprechen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Dann hier das Ganze auswählen, dann eben
Eine ganz wichtige Frage: Wie hoch sind deine monatlichen Fixkosten im Verhältnis zum Nettoeinkommen? Das heißt, hier ein einfaches Beispiel. Bei einem Nettoeinkommen von 3.000 Euro mit 2.000 Euro Fixkosten liegt das Verhältnis bei 66,6%. Und ja, ist, denke ich mal, selbsterklärend. Hier sieht man das Ganze einfach: seine Fixkosten durch sein Nettoeinkommen teilen, um das Verhältnis zu erhalten. Und dann hier beispielsweise 60-70%. Und ja, dann natürlich noch eine Frage, wie hoch die monatliche Zuzahlung sein könnte. Zum Beispiel hier bis 200 Euro, weil man natürlich, deswegen auch der Titel von 200 Euro monatlich bis hoch auf 300.000 Euro Vermögen, weil man eben noch die Zinsen monatlich zahlen muss. Allerdings natürlich sich das Ganze auch von der Steuer zurückholen kann. Also eine Win-Win-Situation, das heißt hier beispielsweise bis 200 Euro auswählen und dann eben noch angeben, hat man Schufa-Einträge, ja oder nein? Dann natürlich im Idealfall nein. Und ja, dann kann man hier auch schon seine Daten eingeben, Name, Nachname und hier beispielsweise dann seine Daten eingeben, E-Mail-Adresse noch und dann hier sein Ergebnis erhalten. Und ja, in diesem Fall ist man jetzt für das Konzept geeignet. Ihr habt ja gesehen, was ich eingegeben habe, gebt einfach eure Daten ein und dann könnt ihr euch hier einen kostenlosen Termin buchen mit dem Ben, einem meiner besten Leute im Team im Bereich Immobilien. Und hier könnt ihr beispielsweise dann am 30. euch den Termin buchen oder am 22. hier dann einfach den Tag auswählen, beispielsweise hier 23. Dann hier die Uhrzeit auswählen, hier wird dann überprüft, ob noch ein Termin frei ist. Hier sind aktuell noch viele Termine frei. Dann hier zum Beispiel 17 Uhr auswählen und dann hier auf Weiter klicken. Dann müsst ihr hier euren Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingeben. Dann könnt ihr euch kostenlos den Termin buchen. Das Ganze wird per Webkonferenz, also per Zoom, stattfinden. Und ja, dann könnt ihr da alle Fragen stellen. Dann könnt ihr euch hier kostenlos informieren und beraten lassen. Und mit etwas, ja, nicht unbedingt Glück, aber wenn das Ganze dann erfolgreich ist, dann habt ihr auch in wenigen Tagen bzw. Wochen eure eigene Immobilie und legt dann den Grundstein für euer zukünftiges Vermögen, habt dann dauerhafte Mieteinnahmen. Also ein richtig geniales Konzept. Ich habe euch die Seite, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Geht hier rauf, schaut euch alles an, geht den Fragebogen durch und wenn ihr eben den Fragebogen besteht und quasi für das Konzept geeignet seid, dann kommt eben diese Nachricht und dann sollt ihr euch auf jeden Fall hier einen Termin buchen. Und wenn ihr das Ganze gebucht habt, dann bekommt ihr auch direkt eine E-Mail zur Bestätigung und dann sollt ihr euch den Termin sofort im Kalender eintragen, weil ganz klar, auch der Ben nimmt sich dann die Zeit und das wäre dann natürlich sehr schade und wirklich auch respektlos, wenn man dann sich einen Termin bucht und nicht erscheint. Deswegen nehmt diese Chance wahr, nehmt den Termin dann auch wahr und markiert den Termin euch im Kalender, dass ihr da unbedingt dann dran teilnehmt. Und ja, dann freue ich mich da extrem drauf auf eure Anfragen. Und ja, dann habt ihr auch in Zukunft, wenn das Ganze sehr gut läuft, eure eigene Immobilie und habt laufendes passives Einkommen plus die Mieteinnahmen. Und in dem persönlichen Gespräch könnt ihr dann auch alle Fragen wirklich eins zu eins stellen. Da wird sich richtig Zeit genommen. Das heißt, plant da 30 bis 60 Minuten ein für das Gespräch. Und wie gesagt, markiert euch das Ganze auch unbedingt im Kalender, dass ihr auch da wirklich dann die Zeit habt. Bucht euch hier den kostenlosen Termin. Ihr habt da keine Kosten, die auf euch zukommen. Ihr habt gar keine Verpflichtungen. Das ist völlig unverbindlich, nur zur Information. Und wenn das Ganze dann interessant für euch ist, dann werden dann auch die nächsten Schritte eingeleitet, sodass ihr dann auch in Zukunft Immobilienbesitzer werden könnt und jeden Monat Mieteinnahmen generieren könnt ohne Eigenkapital. Ein absolut geniales Konzept, eines der besten Konzepte der letzten Jahre, um automatisch Vermögen aufzubauen. Ihr habt es ja eben gesehen, das heißt, ihr bucht euch den Termin, wenn ihr eben den Test besteht und stellt dann alle Fragen da live einfach an den Ben, das ist am einfachsten, oder schreibt gerne noch die Fragen hier unter das Video. Und ja, dann seid auf jeden Fall dabei. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Ich kann es euch garantieren, so etwas hat es die letzten Jahre nicht gegeben und wird es in den nächsten Jahren auch nicht mehr geben. Deswegen nutzt die Chance jetzt und seid da unbedingt dabei. Sichert euch eine Immobilie. Stellt euch mal vor, ihr habt dann in ein paar Jahren nicht nur eine Immobilie, sondern auch mehrere Immobilien, weil man kann das Ganze natürlich auch mehrfach machen. Das heißt, ihr geht dann zum Beispiel irgendwann in Rente und habt dann zum Beispiel schon drei Immobilien, die euch jeden Monat Mieteinnahmen bringen. Das ist natürlich absolut genial und das ist natürlich nochmal richtig gut, um sich eben in Zukunft abzusichern und sich für die Zukunft finanziell extrem stark und sicher aufzustellen. Also sei jetzt dabei. Link zu der Seite in der Videobeschreibung, buch dir den kostenlosen Termin und sichere dir deine Immobilie auch als Altersvorsorge für die Zukunft. Ich freue mich da extrem drauf und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.